Liebe Kinder, liebe Eltern, herzlich willkommen bei uns im Kindergarten am Standort Schulgasse. Mein Name ist Katharina Fassolder und ich bin die Leiterin hier vom Kindergarten. Wir haben 4 Gruppen, 3 davon sind ganztägig geführt, eine davon ist eine Halbtagsgruppe. Ich freue mich, euch jetzt unsere Einrichtung zu zeigen. Los geht's! Hier befinden wir uns im Garderobenbereich. Du hast dann einen eigenen Garderobenplatz, der mit deinem Zeichen versehen ist. Wir haben viel Platz, damit du deine Matschsachen, deine Batschen, Schuhe und Wechselwäsche hier lagern kannst. Aber nun zeige ich dir den spannendsten Teil, die Spielbereiche. Komm mit! Hier auf der rechten Seite findest du unser Atelier. Du hast die Möglichkeit, dich kreativ auszuleben, zu malen, zu basteln und zu zeichnen. In der Bauecke sind deiner Kreativität auch keine Grenzen gesetzt. Von Bausteinen über Duplo, Lego und verschiedenes Konstruktionsmaterial ist alles vorhanden. Hier findest du unsere Wohnung. Du kannst für die Puppen, Kuscheltiere, für deine Freunde und Freundinnen etwas kochen oder ihr könnt gemeinsam feiern oder verschiedene Situationen ausspielen. Aber jetzt komm, begleite mich in den Gruppenraum. Von unserem großzügigen Gruppenraum kommst du direkt in den anliegenden Bewegungsraum. Dieser ist nicht nur für Bewegungsbaustellen und zum Turnen da, sondern auch zum Tanzen und zum Musizieren. Wie du hier siehst, mit verschiedenen Musikinstrumenten und sogar einem Klavier. Im Gruppenraum findet die Jause statt und das Mittagessen. Die Jause bringst du täglich von zu Hause mit und kannst sie hier bei uns essen. Das Mittagessen wird von der Firma Genusswerk aus Raba täglich frisch angeliefert. Es gibt Suppe, Hauptspeise und ab und zu auch Nachspeise. Besonders toll ist es in diesem Gruppenraum, dass wir auch eine Küchenzeile haben, wo wir frischen Obstsalat zubereiten können oder etwas backen, Weihnachtskekse oder zu Ostern einen Striezel. So, aber jetzt komm, begleite mich in den Garten, da gibt es so viel zu erleben. Befinden wir uns im großzügigen Gartenareal. Du hast die Möglichkeit zu schaukeln, Sand zu spielen, zu wippen oder zu rutschen oder auf der großen Wiese Fußball zu spielen. Ah, hier ist auch schon Daniela Balder, meine Stellvertreterin. Sie wird dich jetzt durch die nächsten 3 Gruppen führen und dir dort alles zeigen. Viel Spaß! Hallo, auch ich möchte dich herzlich bei uns im Kindergarten besuchen. Wie du hier sehen kannst, ist unser Kindergarten ganz schön lange. Aber das möchten wir uns lieber noch einmal von innen ansehen. Hier befinden wir uns bei der Eingangstüre, durch die du jeden Tag in der Früh mit deiner Mama zu uns hereinkommst. Darinnen kannst du bei unserem Kindergarten einen ganz langen Gang entdecken. Gemeinsam möchte ich mit dir nun alle Räume erkunden. Beginnen wir gleich vorne in der blauen Gruppe. Hier befinden wir uns im blauen Gruppenraum. Das ist eine Halbtagsgruppe. Das heißt, du kommst in der Früh mit deiner Mama oder deinem Papa zu uns in den Kindergarten und wirst zu Mittag wieder abgeholt. In dieser Gruppe hast du kein Mittagessen. Du kannst am Vormittag unterschiedliche lustige Spiele entdecken, mit deinen Freunden spielen, Bauwerke bauen.
CDs und Geschichten sowohl mit dem CD-Player wie auch mit unserer Tonibox hören. So ein Kindergartenvormittag macht aber auch ganz schön hungrig. Komm mit, ich zeig dir, wo du deine Jause, die du von zu Hause mitbringst, essen kannst. Hier ist unser großzügiger Jausentisch. Du findest einen Platz neben einem Freund oder einer Freundin, packst deine Jause aus und beginnst zu schmausen. Selbstverständlich ist immer jemand von uns bei dir und hilft dir. Besonders gemütlich machen wir uns hier gerne beim Lesen verschiedenster Bücher. Aber komm mit, ich möchte dir auch noch unseren Turnsaal zeigen. Hier haben wir die Möglichkeit, mit lustigen Materialien verschiedenste Bewegungsbaustellen aufzubauen oder du kannst hier mit den Autos einfach durch die Gegend düsen. Zum Mittag verwandelt sich der Turnsaal in eine Schlafoase. Mit zugezogenen Vorhängen wird es hier dunkel und du kannst dich von einem anstrengenden Vormittag ausrasten. Komm mit, wir haben noch zwei Gruppenräume, die wir entdecken müssen. Hier sind wir schon mitten in der gelben Gruppe. Diese Gruppe ist eine Ganztagsgruppe bis 15 Uhr. Auch hier hast du am Vormittag die Möglichkeit, die Jause von zu Hause im Gruppenraum mit deinen Freunden zu essen. Und das Mittagessen wird vom Genusswerk frisch geliefert. Es besteht aus einer Suppe und einer Hauptspeise, manchmal aus einer Nachspeise und ganz oft gibt es frisches Obst. Der Kreis aus Sesseln, den du hier siehst, das ist unser Sesselkreis. Jeden Tag findet in jeder Gruppe ein Sesselkreis statt. Bei diesen wird gesungen, getanzt, Gedichte gelernt, Geschichten erzählt oder auch Sachinformationen und Sachwissen ausgetauscht. Wenn du fleißig jausnest und auch viel trinkst, kann natürlich auch passieren, dass du ab und zu mal aufs Klo musst. Ich zeig dir, wo sich unser Klo befindet. Hier befinden sich unsere Toiletten und auch die Waschbecken genau in deiner Höhe. Im letzten Gruppenraum gibt es jetzt etwas ganz Besonderes zu entdecken. Kommt mal mit. Hier haben wir unser großes Garagentor geöffnet. Dadurch können wir unsere Terrasse zum Spielen mit benutzen. Diese Möglichkeit haben wir in allen drei Gruppenräumen. Wir nutzen es besonders gerne im Sommer, denn so wird unsere Gruppe zu einer gemütlichen Höhle, in der wir uns zurückziehen können. Weiters haben wir noch einen ganz besonderen Garten. Diesen möchte ich euch noch zeigen. Komm einfach mit! Am Ende unseres langen Ganges gibt es noch eine Tür ins Freie. Wir wollen jetzt auf das Dach gehen, das bei uns auch bespielbar ist. Hier am Dach wartet ein riesengroßes Klettergerüst auf dich, wo du deine Geschicklichkeit beim Erklimmen unter Beweis stellen kannst. Damit du wieder rechtzeitig vom Klettergerüst herunterkommst, kannst du die Rutsche nutzen und auch zusätzlich im Garten
Schaukeln. Ich hoffe, dir hat der Ausflug durch unsere 4 Kindergartengruppen gut gefallen. Wir freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen mit dir und deinen Eltern. Alles Gute bis dahin und tschüss. Jetzt zum Schluss zeigen wir dir das Allerbeste. Komm mit!